Danke. Cool. Freut mich hier zu sein. Ich muss gleich vorweg sagen, das ist tatsächlich meine vierte Aufzeichnung hier beim Clash. Ich habe angefangen mit 107 Kilo und Stand heute bin ich auf 90 runter, tatsächlich. Und okay, dann sehen wir uns nach der Show, keine Ahnung. Das Ding ist, wenn du meine Clash-Videos chronologisch so in der Reihenfolge anschaust, siehst du quasi die Verwandlung von einem übergewichtigen Mann, der immer noch übergewichtig ist, aber seine Schuhe jetzt selber zubinden kann. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so. Und wenn du es rückwärts schaust, ist es ein übergewichtiger Mann, der safe bald Diabetes bekommt. So, das ist so. Versucht es mal zu Hause, wirklich. Das ist ein witziges Spiel. Ich musste wirklich abnehmen, tatsächlich. Ich erzähle euch auch, warum. Ich war mal im Kino, stand so an der Schlange, Kassenschlange so. Und habe gewartet, bis ich drankomme. Hinter mir habe ich so ein paar Jugendliche gehört, wie die zueinander flüstern so, Digga, schau dir mal den Fettsack da vorne an. Und ich habe das gehört, ich habe aber nicht darauf reagiert, weil ich gesehen habe, dass der Kassierer vor mir fett ist. Und an der Nebenschlange war so ein kleiner Junge, der auch fett war. Deswegen dachte ich so, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass die mich meinen, liegt bei 33%. Deswegen war ich voll entspannt so. Plötzlich höre ich von hinten, Alter, der ist sogar fetter als der Kassierer. Denken sie, ah, fuck, okay, der Kassierer ist raus. Jetzt entscheidet sich das zwischen mir und dem kleinen Jungen. Und in dem Moment schaue ich mir den kleinen Jungen an und er schaut mich an. Wir haben so Blickkontakt. Und ich versuche ihm mental, ohne Worte, so nur mit den Augen zu sagen, so, Bro, du weißt schon, dass sie dich meinen. Also. Und das Krasse ist, anscheinend hat er es verstanden. Weil der hat mit seinem Kopf geschüttelt. Bro, du verstehst mich? Ja, wir Fettsäcke haben alle diese Connection. Ich weiß sogar, woran du gerade denkst. Ah, okay. Lass uns das mal austesten. An was denke ich? Auf drei. 1, 2, 3. Chicken Wings. Das funktioniert ja wirklich. Und die ganze Zeit kommen von hinten so Fettsacksprüche. Und ich denke mir so, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, bevor die Situation eskaliert. Also wende ich mich zu dem kleinen Jungen hin, wir haben immer noch diese mentale Connection und ich sage so, hey, kotzt es sich auch an, dass wir wegen unserem Körpergewicht immer noch fertig gemacht werden? Ja. Willst du, dass ich das hier und jetzt ein für mal beende? Ja. Vertraust du mir? Ja, Meister. Also bin ich zu dem kleinen Jungen hin, habe ihn hochgehoben und auf die Jugendliche geschmissen und bin weggerannt. So. Das Erste, was mir eingefallen ist. Keine Sorge, ich weiß, hört sich scheiße an, aber dem Jungen geht's gut. Er ist nicht weit geflogen. Ich hatte keine Kraft, ich habe ihn im Prinzip einfach nur fallen lassen. So, das. Aber es hat funktioniert. Weil die Jugendliche, die hatten Schiss, die haben nichts mehr gesagt. Wisst ihr warum? Weil die haben von unserer mentalen Connection nichts mitbekommen. Alles, was die gesehen haben, war ein übergewichtiger, komischer Mann, der viel zu lange einen kleinen, unschuldigen Jungen anstarrt, zwischendurch den hier macht, hingeht, ihn hochhebt, auf den Boden rammt und wegrennt. So. Die dachten sich so, was für ein Psychopath ist das denn? Was macht er erst mit uns, wenn er so mit einem Sechsjährigen umgeht? Naja. Auf jeden Fall, seitdem will mein Neffe mit mir nichts zu tun haben. Das ist irgendwie kein Onkel-Neffe-Kinotag mehr. Aber es ist okay. Ist okay, weil ich bin jetzt in einer Beziehung. Ich habe eh keine Zeit. Nee, ich bin echt glücklich in einer Beziehung und ich sage, es hat mega lang gedauert. Ich war mega lang Single, wirklich sehr viele Körbe kassiert. Hat lange gedauert, Spaß dir. Guck mal, ich war jahrelang für die Frauen so wie Mende das für Dieter Bohlen. Wisst ihr, was ich meine? So? Ich habe 8 Staffeln gebraucht, um ins Recall zu kommen. So. Mega viele Körbe bekommen. So viele Körbe bekommen, dass wenn ich auf der Straße eine Frau angesprochen habe, ich einfach direkt weitergelaufen bin. So die Frau steht da, ich so, ey, wie geht's dir? Mein Name ist Cesar. Hättest du vielleicht mal Lust, dass wir... Meine Freunde, die kennen sowas nicht, weil die sehen gut aus. Groß, durchtrainiert, muskulös. So. Also, meine Freunde sehen aus wie eine Boyband. Und ich sehe aus wie ein Fan, der ein Meet and Greet gewonnen hat. Über einen Radiowettbewerb, weil ich wie ein räudiger Hund alle Songs auswendig kann. Wisst ihr, was ich meine? So. Über Themen wie Sex und Liebe, von dem ich gar keine Ahnung habe. So. Also,
So, meine Freunde, wenn ich mit denen ein Gruppenfoto mache, sagt der Fotograf, die Kleinen bitte nicht nach vorne. Wisst ihr, was ich meine so? Ich stehe so hinter denen, sag, Bro, kannst du mich Huckepack nehmen? Gerne. Die sehen sogar beim Einkaufen gut aus. So, wenn die im Rewe sind, irgendwie im Regal oben was holen wollen, selbst da sehen die gut aus. So, die strecken sich, holen die Flasche, deren Shirt geht hoch und da siehst du diesen Ansatz vom Muskel hier. Da werden manche schon feucht, ihr wisst, was ich meine so. Bro, wenn ich mich im Rewe strecke, komme ich erstmal nicht ran. Und mein Shirt geht hoch und bei mir siehst du nur die Arschritze. So, wisst ihr, was ich meine so? Sowohl hinten als auch vorne. Die Fettsäcke hier wissen, was ich meine. Aber trotzdem haben die mich mit in die Clubs genommen. Nicht, weil sie gute Freunde sind, sondern weil ich eine Funktion hatte für sie. Meine Funktion war zum Beispiel, stellt euch mal vor, die zweite Reihe. Ihr seid vier Mädels, okay? Ihr wollt irgendwie Ladies Night machen, Club feiern gehen. Drei von euch haben mega Bock zu feiern, machen sich hübsch, wollen Leute kennenlernen, tanzen, einfach ein bisschen quatschen und Spaß haben. Und dann gibt's die eine in der Gruppe, die den ganzen Tag irgendwie Bauchschmerzen hat und ihr ist schwindelig und übel und sie hat den ganzen Tag nichts gegessen und will eigentlich nicht mitgehen, aber sie will auch noch euer Freund bleiben. Und dann kippt sie fast im Club um und muss nach Hause gebracht werden. Und dann ist sie erst glücklich so. Und mein Part im Club war, ich suche die eine. Ich isoliere sie von ihren Freundinnen, damit sie meine Freunde kennenlernen. Und wenn es ihr schlecht geht und sie fast umkippt, fange ich sie auf. Ich bringe ihr Essen und Trinken mit. Auf der Toilette halte ich auch ihre Haare. Stecke auch den Finger in den Rachen so. So, ich dachte damals, das ist Fingern übrigens. Ich dachte wirklich, das war... Und so habe ich meine Freundin kennengelernt. Das ist Leute, mein Name ist Seso Oglu. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Hey, ihr seid ja immer noch da. Ihr wollt es ja wirklich. Okay, dann biete ich euch mal was an. Hier könnt ihr die anderen Videos von mir noch anschauen. Hier unten bitte den Kanal abonnieren. Und die ganze Folge findet ihr hier in der ARD-Mediathek.